So, guten Tag. Stehen bleiben! Ruhig, ich will dir helfen. Kein Schritt mehr! Hella? Jetzt haben wir immer noch einer ist. Okay. Hey, beruhig dich! Weg von mir! Scheiße, steig auf. Scheiße, wo ist der hin? Bin gleich wieder da. Hey, wo ist der hin? Wo fährt der denn hin? Was zum Derwisch? Wo fährt der denn lang? Bleib doch mal stehen. Was soll das? Bitte nicht wieder in feindliches Gebiet. Ach komm. Ja klar. Na, das lief ja super. Okay. Willkommen im Delamain Network. Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken. Naja, gut. Ich hoffe, das gibt einen fetten Bonus. Machen wir das mal eben. Auch wieder 3 Kilometer. Ach, tatsächlich. Ich glaube, da nehmen wir nochmal hier irgendwie den schnellen Weg. Ich muss nur einen finden. Delamain Headquarters, wir kommen. Ich muss ja eh absteigen, von daher ist das ganz okay. Dann sind wir direkt da. Geh mal rein. Walk. Walk to the beat. Oh nein, hier stehen sie wieder. Angucken geht noch, okay. Hallo, der Herr. Ich habe vergessen, Sie daran zu erinnern, den Scanner zurückzugeben. Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück. Ja, können wir machen. Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Street Cred, jawoll. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Oh nein, gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Wunderbar. Wie lebt es sich in der Menschenwelt? Nein. Jetzt nicht. Das fragen wir ein anderes Mal. Ich gehe mal ganz kurz, so. Begib dich zum Afterlife. Ja, das machen wir gleich. Wir begeben uns mal eben hier zu Vic. Damit ich die Schulden... Ich mag keine Schulden. Ich hätte die gern bezahlt.
damit wir danach Dinge kaufen können. Dinge kaufen können, die wir kaufen wollen. Wo wir Bock drauf haben. Und deshalb gehe ich da jetzt mal hin. Ich guck mal, wo wir da hin müssen. Jetzt benutze ich das hier ständig, ja? Ja gut. Aber, naja, ich werde es auch nicht, sicherlich nicht die ganze Zeit benutzen. Mal so, wie ich Bock habe. Ich lege mich da mal nicht fest. So. Alles klar. Ehrenschulden werden bezahlt, ja? Hier. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Bee. Du brauchst sie mehr als ich. Was? Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. So sieht's aus. Genau. So, ich würde gerne meine Implantate auswechseln. Weiß ich nicht. Hast du dich um Jackie gekümmert? Ich dachte, scheiße, du warst wohl ohnmächtig, als ich dir das erzählt habe. Was? Was denn? Arasaka. Die haben ihn sich sofort gekrallt. Was? Wo haben sie ihn hingebracht? Weiß ich nicht. Musste mich auf den Bauch legen, Hände auf dem Kopf. Ich wollte mehr herausfinden, aber du weißt ja, wie Konzerne sind. Scheiß Monos. Okay. Ich habe ein paar Fragen über Silverhand und den Chip. Ich bin kein Experte, aber ich gebe mein Bestes. Warum sehe ich es in Erinnerung? Wie halte ich davon ab, mich umzubringen? Johnny hat versucht, mich kalt zu machen. Was? Wie blocke ich ihn? Wäre nett, nicht ermordet zu werden. Naja, solange du ihm nicht die Kontrolle überlässt, kann er nichts machen. Wobei sich das irgendwann nicht mehr vermeiden lässt. Ja, super. Und dann? So weit dann lassen wir es lieber nicht kommen. Hey. Finde raus, wie du ihn loswirst, und zwar schnell. Okay. Gut. Warum kann ich ihn sehen? Ja, warum kann ich ihn sehen? Was soll das? Was ist das denn für eine dumme Frage? Kann das sein, dass ich ihn sehe? Naja. Der Biochip ist dafür gedacht, mit Konstrukten zu kommunizieren. Er macht nur seinen Job. Also verdanke ich das Arasaka. Du bist wahrscheinlich der einzige Relic-Besitzer, der nicht stinkreich ist. Auch nicht schlecht, na gut. Warum durchlebe ich Johnnys Erinnerungen? Ihr zwei teilt euch ein Gehirn. Er hat Zugriff auf deine Sinne, Wahrnehmung, sogar ein paar Erinnerungen. Und du siehst einen Teil von seinen. Irgendwann lassen sie sich nicht mehr unterscheiden. Schön. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. So. Ach ja, ich habe ja jetzt... Was habe ich jetzt? 6.000. Wieso hat er denn nur 12.000? Ich habe ihm doch gerade 21 gegeben. Was soll der Flachs? Was soll denn der Flachs? Hä? Nee, Hände. Wie war das? Benötigt... Hier, Smart Waffenlink. Wieso kostet das hier auch 6? Hier sind Dollarzeichen. Und hier nicht. Nee, will ich aber nicht kaufen. Na gut. Ich gehe mal. Alles klar, bis dahin. So, Regina Jones, was hat sie? Ach, wieder ein neues Auto. Ein Quarz. Okay. Ja, ich brauche hier keine Autos sammeln, ne? So. Sehr schön. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle jetzt mal einen Cut hier. Und ja.
ich hoffe, es ist einigermaßen unterhaltsam und ich sag mal, ja, bis nach dem Schnitt oder in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss. Jo, und damit sind wir auch hier bereits wieder mitten im Spiel. Willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Und ich war beim letzten Mal damit beschäftigt, mal ganz kurz mich selbst wieder auf die Spur bringen. Was war das? Wir hatten das mit den Autos zu Ende gemacht. Und der Auftrag? Genau. Das Geschenk. Was? Beschaffe den Ping, Quick Hack, der von den Netrunner. Ein Geschenk. Ja, das Nebenmission. Ich hole mir mal kurz jetzt hier die Belohnung, weil sowas können wir ja gebrauchen, so ein Teil. Außerdem sollte ich irgendwann mal nach Hause. Und habe ich die Karte geschenkt gekriegt, die Karre? Oder was ist da los? ...1,1 Kilometer. Wo ist mein Moped? Wir fahren nochmal eben hier hin. Wir fahren vor allen Dingen. Wir reisen mal kurz. Und wir fahren auch gleich wieder eine Runde. Aber jetzt bin ich mit den bei den Autos oft genug hin und her. So, ach hier, ach ja. Ich erinnere mich, hier haben wir die Leute platt gemacht. Liegen die immer noch hier rum? Tatsache. Zumindest einer. So. Und ich bin mir immer nicht sicher, was das Geschenk ist. Kriege ich das? Liegt das hier vielleicht oder so? Neuer Splitter. Oh. Wer bist du denn? Kann ich mit dir reden? Hola! Ja, hola! Hola, ¿qué tal? Sagt nichts. Na gut. Jung. Boom, das Geschäft. Das Geschäft, das hat man schon mal. Das hat man schon mal. Kannst du zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Ja. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie meinst du? Ja, Zufall. Ach so. Zeig mir das Angebot. So, also, wir sollten... Es ging ja um dieses Teil hier, glaube ich, ne? Ermöglicht die Benutzung von Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen. So. Und das sollten wir eigentlich geschenkt bekommen. Ach, guck mal, das hier. Das hier ist kostenlos. Wirklich diese Implantate? Ja. So, ermöglicht die Benutzung von Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen. Verbindet die optischen Implantate. Und wo ist hier der Unterschied zu dem? Auf Querschläge mit Powerwaffen. Hm. Ja, wir haben jetzt das hier installiert. Und mussten nichts zahlen. Okay. Frontcortex, was können wir denn hier noch machen? Erhöhte Regeneration und Speicherkapazität eines Cybertechs. 10% deiner Gesundheit wieder. 28.000. Kritischer Schaden um 12%. Du fühlst dich vor. Ja, was denn? Intelligenz 8. Also, jetzt können wir nichts davon nehmen. Ist es wahr? Immunsystem. So, das können wir.
Das können wir zum Beispiel mal nehmen hier. So. Shock and Awe. Damit mal irgendwas dabei haben. Was haben wir hier noch so? Ermöglicht das Ziehen und Schießen beim Ausweichen und Rutschen. Verlangsamt die Zeit beim Blocken zielen. Das hört sich auch cool an. Nehmen wir mal mit. So. Beine? Deine Sprungkraft zu laden. Hast du dann Lust, um zu was? 30.000. 30.000. Okay. Gut. Wir haben die Mission abgeschlossen. Und jetzt kann ich auf jeden Fall ein paar Smartwaffen nutzen. So, Journalie. Das Geschenk. Chibok ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Okay. So ein Quick Hack ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Sieht aus, als hätte das NCPD ein besonderes Interesse an deinen Nachbarn. Hört sich so an, als ob du sie ihn sogar schon kennen. Machst du einen auf neugierigen Nachbarn und fragst nach, was ist denn los? Ja, was los? Ja, was los? Ja, ja, potenzieller Psycho und so weiter und so fort. In Night City sind alle Menschen komplex. Ein gutes Beispiel, Claire, die Afterlife-Barkeeperin, die in ihrer Freizeit illegale Straßenrennen fährt. Wenn du den Adrenalinkick suchst, findest du ihn in ihrer Garage. In ihrer Garage. Wir machen aber mal eben hier ein Geschenk. 550 Meter, so, das geht ja. Oh, was ist denn das für eine Karre? Die ist aber nicht so... Also unser Motorrad lässt sich... Hat einen kleineren Lenkradius, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Oh, das geht nur so vor. Ach ja, haben wir hier. Schön. Es regnet nicht. Man sieht ein bisschen was. Es ist mal zur Abwechslung hell. Da lässt es sich auch viel einfacher gegen die Wand fahren. Ne? Meter. Aha. Hier steige ich mal ab. Jetzt höre ich auch viele Polizei zu. Ja, das nehmen wir immer mit. Was ist denn mit dem los, Mann? Was haben wir hier? Biogranate. Ach, guck mal, Granaten. Immer eine gute Sache. So, moin. T-Buck schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist also weh. Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Sie hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Was? Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paroline. Sollte reichen. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ja. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Bin sich sicher. Was? Das ist der kostenlose. Alles klar. Dankeschön. Quick-Hack in deinem Cyber-Deck ausrüsten. Ja, den Quick-Hack, den gucken wir mal. Wo rüsten wir? Wie rüsten wir den aus?
Cyberdeck, Cyberware. Wo muss der denn hin? Quick Hack. Hier? So, was ist das? Cyberware-Störung. Quick Hack. Deaktiviert die Cyberware-Fähigkeiten des Ziels. Kann man Bewegungsassistenzen ausschalten. Und das zeigt Gegner und Geräte mit hohen. Die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Das ist dieses Ping-Ding. Waffenglitch blockiert die Waffe des Ziels und macht sie vorübergehend unbenutzbar. Optik. Stellt optische Cyberware eines Gegners neu und macht ihn vorübergehend blind. Da hätte ich gern das. Waffenglitch. Waffenglitch und Ping. Das finde ich gut. Ich habe hier nur zwei Slots. Ich brauche eine größere Platine. Ich guck mal. Irgendwas Cooles im Angebot. Irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. Naja, es hält sich in Grenzen. Was haben wir denn? 2000. Nee, ich brauche eine neue Platine. Quick-Hack-Komponenten. Ne, die hat nur Quick-Hacks. Aber ich bräuchte halt eine Platine, ne? Verstärkung rufen. Ich brauche halt eine Platine. Die habe ich alle gesammelt. Die kann ich verkaufen. Na, dann verkaufen wir die mal. 250 Schaden, 200 Schaden, 200. Sehr viele Angriffe pro Sekunde. Was war denn hier? Hm. 200. Behalten wir mal. Weg. Weg. Ja. So. Ein BH. Brauche ich nicht. Verschiedene Hüte, Schuhe, na, was will ich alles haben? Wie viel kann ich eigentlich tragen? Wo steht das eigentlich? Frag ich mich gerade. Wir geben mal hier ein bisschen was ab. Hier, so. Oben, das sind die Sachen, die ich 182 144. Okay, den hatte ich wohl optimiert. Dann 190. Huiuiui. Powersturm. Das ist schon nicht schlecht. Das ist Quatsch. 37. Kann auch weg. Auch weg. Was haben wir hier für ein Ding? Achso, dann hat man hier die Schrotflinte. 151. Okay. Gut, wir haben ein bisschen wieder was weg. Ich weiß nicht. Kann ja jeder einkaufen. Was weißt du über T-Bugs? Was hast du über T-Bugs Tod gehört? Die Wahrheit.
wurde ausgeschaltet. Wie alle, die sich mit Arasaka anlegen. Ihre Leiche wurde mit verkohltem Nervensystem gefunden. Weißt du, wie sich das... Nein. Weiß ich nicht. Von 1000 Messern erstochen werden. Kann mir keinen schlimmeren Tod vorstellen. Die Ärmste. Ich mochte sie. Wen soll ich hacken? Na gut. Wir hacken den mal. So. So nämlich. No? Hat sie mir alles geantwortet. Ach, hier liegt doch. Ach so, die. Okay, okay, alles klar, alles klar. Gut. Dann haben wir das. Hörst du mich? Laut und deutlich. Schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ich schieße nicht zum Spaß. Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Aha. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Pff, wie? Also wirklich? Na gut. Klar. Bin dabei. Wann? Na ja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Jetzt. Jetzt ist klar. Meine Mutter wartet auf dich. Warum schießt denn immer so von dir? Da abgeht. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Hört auf, mich zu schießen. Passt die Musik natürlich wieder super hier. Ja, wir gehen mal eben raus hier. So, jetzt kann ich mal ganz kurz in mein Inventar. Und anstatt hier den 161er Pulser, nehmen wir jetzt mal hier den 190er. Und da ist ein Mod. Ja, gut. Stimmt. Haben wir das Ding gemoddet oder was? Wunderbar. Das ist sogar noch besser. Wir lassen es erstmal dabei. Hier könnte ich jetzt das Ding... ja. Was ist jetzt hier? Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 10. Ich kann mich doch mittlerweile garantiert schon lange wieder aufleveln. Da habe ich ja völlig verpennt, dass ich nicht aufleveln muss. So. Hier haben wir so ein Teil. 151. Ja. Ich behalte den mal.
Alter. Fünf verschiedene. Konstitution soll auf 10? Oder wie war das? Wie war das nochmal? Technische Fähigkeiten ist natürlich auch nicht. Oh Mann, 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 Mann. Dann gehen die Quick Hacks hoch. Reflexe. Oh Gott, wie war das hier nochmal? Benötigt was? Bei Konstitution 10, okay. Moment mal. Halten, kaufen, okay. Reflex ist natürlich auch nicht schlecht. Handfeuerwaffen, Gewehre. Ich mach die Konstitution hoch. Einfach jetzt, damit ich... das Ding hier jetzt volles Potenzial hab. So, und jetzt gucken wir mal hier bei... Warte mal hier. Schalte Demon, großer Schlaf frei, indem du alle Kameras im Netzwerk 6 Minuten lang deaktivieren kannst. Das ist schön. Erhöht die Breach-Dauer. Verbessert den Demon Data Mining, sodass du Zugangspunkte 50% Euro-Dollar erhältst. Ja, komm. Massenverwundbarkeit frei, der die physische Resistenz aller Gegner im Netzwerk 3 Minuten lang um 30% verringert. Quark. Nicht schlecht. Gegner schon nett dran, wenn sie versuchen, mich zu hacken. Schaltet Schemata für das Herstellen von ungewöhnlichen Quick-Hacks frei. Die Notation eines Ziels, das von einem Quick-Hack getroffen ist, stellt sofort ein Speicherpunkt wieder. Was für ein Speicherpunkt? Das mit dem Speicherpunkt verstehe ich nicht so ganz. Quick-Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Eieieiei. 4 Speicherpunkte. Also Breach-Protokoll, das finde ich ganz cool. Das nehmen wir mal. Und dann gucken wir mal hier. Den habe ich schon. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Beim Zerlegen eines Items besteht eine Chance von 20% eine Gratis-Komponente herzustellen. Okay, erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Das ist natürlich auch schön. Ermöglicht das Herstellen von seltenen Items. Oh, nehmen wir mal mit. Was haben wir hier bei Tech? Du kannst Drohnen, Max und Roboter mit einer Chance von 25% einen Waffenmotor oder einen Waffenaufsatz erbeuten. Explosionsrate von Granaten ist sichtbar. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Nämlich, zeig dir eine Vorschau der genauen Flugbahn von Querschlägern an. Ja. So, wir müssen mal weiter gucken. Ich habe noch 3 Punkte und wir haben hier noch Coolness. Was haben wir hier noch? Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25%, während du schleichst. Dazu brauche ich erstmal einen Schalldämpfer. Kampfmaschine. Bewegungstemperatur sind 2%. Erhöht alle Resistenzen um 3% pro Stack. Ist der Schaden mit Nahkampfwaffen? Nee. Sehe ich noch nicht so. Wir gucken mal bei Reflexe rein. Da haben wir erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%. So.
schnelle Nahkampfangriffe mit Gewehren und Maschinenpistolen verursachen 75% mehr Schaden. Was sind denn schnelle Nahkampfangriffe? Ach so, eins auf Maul hauen, alles klar. Nehmen wir den hier mal. Verringert die Zeit zum Ziel mit Gewehren und Maschinenpistolen. Was? Pistolen und Revolvern. Ermöglicht die Schadenssimulation. Kopfschüsse. Trefferchance. Hier den Schaden mit Pistolen. Oh, grundsätzlich. Ja, hier das andere sind wir mit Klingenwaffen. Wir haben bisher noch keine Klingenwaffen. Erhöht. Mhm. Ja, wir machen erstmal ein bisschen hier Gewehre hier, ne? So. 30% quasi jetzt. Geht.